Monster Hunter World, der erfolgreichste Teil seiner Serie mit über 13 Millionen Verkäufen. Aber lohnt es sich überhaupt noch, dieses Spiel jetzt noch zu kaufen? Diese Frage und noch viel mehr klären wir in diesem Video. Aber als allererstes stelle ich euch erstmal dieses Spiel vor, für die Leute, die es noch nicht kennen. Um es kurz zu machen, ihr killt Monster. Nehmt sie aus. Sammelt eure Belohnung ein. Läuft zum Schmied. Und dann könnt ihr neue Waffen und Rüstungen craften. Diese rüstet ihr aus. Und das ganze Spiel beginnt von vorne. Ihr killt Monster. Nehmt sie aus. Sammelt eure Belohnung ein. Läuft zum Schmied. Neue Waffen. Neue Rüstungen. Und das alles wieder ausrüsten. Dann tötet ihr noch stärkere Monster. Nehmt sie aus. Sammelt eure Belohnung ein. Und hofft, dass ihr endlich nach dem verdammten 30. Mal endlich das eine einzige Teil bekommt, was ihr braucht. Und ihr bekommt es wieder nicht. Ihr tötet weitere, noch viel stärkere Monster, bis ihr absolut OP seid. Wait a minute. Nochmal. Bis ihr absolut OP seid. Und ihr bekommt trotzdem aufs Maul. Die Erweiterung von Monster Hunter World namens Iceborne kommt am 6. September raus und gibt euch neue Monster, ein neues Gebiet und noch viel, viel mehr. Außerdem fängt die Story von Iceborne direkt nach der Hauptstory von World an. Also ihr könnt, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, direkt in Iceborne reinstarten. Ja, Monster Hunter war schon immer eine Spieleserie, die mich in ihren Bann gezogen hat. Ich habe etliche hunderte von Spielstunden in den Monster Hunter Teilen. In Monster Hunter World habe ich auch aktuell 700 Spielstunden, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und mit Monster Hunter World hat das Ganze wieder von vorne angefangen und zählt somit jetzt zu meinem Lieblings-Monster Hunter Teil und auch sogar zu meinem absoluten Lieblingsspiel. Für mich ist Monster Hunter World also ein absolutes Meisterwerk und ich kann euch nur dazu raten, euch das Spiel zu kaufen. Und es ist auch noch lange nicht zu spät, weil ihr könnt auch die neuen Sachen, die reinkommen mit Iceborne, in Monster Hunter World schon spielen. Und wenn ihr dann durch seid, dann fangt ihr einfach mit Iceborne an und es geht einfach ohne Pause weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch von dem Spiel überzeugen konnte und wir es vielleicht auch irgendwann mal zusammen zocken können oder ich mehr Videos darüber machen kann. Tipps und Tricks, Tutorials zu einzelnen Waffen, Rüstungen und. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen hoch freuen. Schaut bei mir auf dem Discord-Server vorbei und auf Twitter und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video.